Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Preview vom Tier 3 Kreuzer der Kolberg. Und damit haben wir auch dann so gut wie alle Deutschen langsam mal durch. Aber auch der will präsentiert werden. Dazu vielleicht mal ganz kurz was Historisches. Die Kolberg-Klasse war eine Reihe von kleinen Kreuzern der Kaiserlichen Marine. Sie war 1906, 1907 als Nachfolger der Dresden-Klasse entworfen worden. Die vier Schiffe wurden nach deutschen Städten benannt und 1909, 1910 in Dienst gestellt. Die Kolberg-Klasse war die erste Klasse, in der alle Schiffe Turbinenantrieb erhielten. Zwei Schiffe gingen schon zu Beginn des Krieges im Seegefecht bei Helgoland verloren. Die beiden anderen, seit 1916 nur noch in der Ostsee im Einsatz, überstanden den Krieg und wurden 1920 ausgeliefert. Die Kolberg kam bei der französischen Marine als Colmont noch in den Flottendienst und war deren Flaggschiff im fernen Osten. Der Entwurf stammte von 1906, 1907, wie schon gesagt. Der Bauzeitraum hat 1908 bis 1911 gedauert. Stapellauf war am 14. November 1908. Vier Schiffe wurden in Summe gebaut und die Dienstzeit betrug 1909 bis 1927. Die Länge sind 130 Meter gewesen. Die Breite waren 14 Meter. Der maximale Tiefgang 5,58 Meter. Die Konstruktion hat 4.915 Tonnen maximal gewogen und die Besatzung waren 367 bis 383 Mann. Nun zu den Modulen. Wir schauen uns erstmal die Stock-Variante an. Man sieht, wir haben 105 mm, also 105 mm Geschosse, 16,7 Schuss in der Minute. Das ist sehr viel, das sieht man auch gleich noch im Video. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, wie man da den Gegner einheizen kann. 18 Sekunden Drehgeschwindigkeit der Türme für 180 Grad. Mit dem B-Rumpf erhält man 1100 Strukturpunkte mehr und eine leicht verbesserte Manövrierbarkeit. Und mit der Feuerleitanlage 10% mehr auf dann 9,1 Kilometer. Verbesserungen gibt es entweder die Hauptbatteriemodifikation Nummer 1. Oder Schadensbegrenzung, Antriebs- oder Steuergetriebe-Modifikation Nummer 1. Hitpoints haben wir schon gesehen. Artillerie, 12 Kanonen gibt es an der Zahl, eben 105 mm. Manövrierfähigkeit 27,6 Knoten. Wendekreis 470. Ruderstellzeit 5,3. Und die Verborgenheit sind 9,7 Oberflächen und 4,9 aus der Luft. Äußeres, auch hier nochmal die Tarnungen. Typ 1 und Typ 2. Das war's dann aus dem Hafen. Jetzt gibt's ein Gameplay. Das habe ich zusammen mit RioCat aufgenommen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships zusammen mit eurem Rio. Und ich bin nicht alleine, der liebe Alcaramba ist mit dabei. Hallo Andy. Hi Björn, aka Rio. Und wir spielen heute die Kolberg. Das ist sie, ein kleines, schnickes Schiff der Stufe 3. Ein Kreuzer der deutschen, beziehungsweise, ja, man könnte fast sagen, kaiserliche Marine. Achtung, ich würde mal bei dir rechts rüberkommen. Ich will nämlich nicht da so gerade drauf zufahren. Die Kolberg. Ganz schickes Schiff, hat ein ziemlich kleines Kaliber, selbst für T3. Wir sind hier gerade mal mit 100 mm unterwegs. Im Vergleich, als Vergleich, die St. Louis hat bereits 152 mm Kanonen. Also dementsprechend ist das wirklich nicht besonders viel. Aber kleines Kaliber, schnelle Feuerrate, das kann man an der Stelle vielleicht sagen. Man sieht hier schon, der Andi, der feuert, hat schon ein paar Salven gefeuert. Reichweite lang nicht. Genau, die Reichweite lang nicht, die ist wirklich relativ gering. Und ja, so viel vielleicht zum Spielerischen. Von der Stabilität her, ich finde sie eigentlich relativ robust. Habe aber erst auch ein paar Handvoll Spiele mit ihr gemacht. Ist so ein bisschen, also zumindest rein von den Panzerungswerten her, habe ich den Eindruck gehabt, dass sie mich ein bisschen an die St. Louis erinnert. Aber zu 100% kann ich das leider nicht sagen.
Mann, ey, diese Sprachnachrichten ist das Schlimmste, was Wargaming hier reingebracht hat. Ohne Witz. Und man kann die nicht einzeln runterstellen. Das finde ich so nervig. Ich weiß nicht, ob es die Nutzeroberfläche ist. Ja, ich habe schon auch. Keine Ahnung. Ich lasse mich da so ein bisschen... Ich chillax halt einfach. Ah, das ist immer total blöde, wenn du was erzählst und die quatschen hier rein. Das mag ich gar nicht. Ja, das ist nervig. Ich finde diese Sprachnachrichten wirklich mega nervig. Vor allem, wenn sie gespammt werden. Ich finde, man sollte keine Sprachnachrichten in ein Spiel, also in der Form reinbringen, weil das immer dazu führt, dass irgendein Idiot dann anfängt mit rumzuspammen. Da gibt es dann immer Belästigung. Genau wie dieses Minikarten-Ping. Nur das Minikarten-Ping nur pling, pling, pling macht. Und die Sprachnachrichten sind halt Sprach. Ja. Ja. Gut. St. Louis. Was kann man über die Kolberg sagen? Ist ein Schiff der kaiserlichen Marine noch gewesen. Also vor dem Ersten Weltkrieg noch entstanden. Der Stapellauf war da 1908 im November. Das Interessante bei dem Schiff ist, dass es nach dem Ersten Weltkrieg, in dem es tatsächlich gedient hat, dann an Frankreich war das, glaube ich, übergeben wurde als Reparationszahlung. Okay, not bad. So, ich feuer mich jetzt mal auf eine Kawachi ein. Ja, die bin ich, glaube ich, auch mit dabei. Wow, von wo habe ich denn jetzt kassiert? Ach, von der South Carolina. Na toll, ich bin wieder viel zu weit in der Mitte. Also eine Kawachi mit 38.700 Struktur ist schon drum. Und wieder was abbekommen. Läuft gerade nicht so. Ja, die Kawachi fährt jetzt auch dir nach, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Wobei sie nicht mehr auf mich schießt. Das ist schon mal Vorteil. Für mich leider gerade hinter der Insel. Ich komme nicht drauf. Sonst würde ich dich zu gerne unterstützen. Sag mal, warum schlage ich denn die ganze Zeit nur neben der Kawachi ein hier? Aber ich meine, du kannst wirklich ganz gut Struktur bei dem Ding runterschießen. Ich schieße halt die ganze Zeit einzeln meine Kugeln da drauf. Ja. Wenn es die macht halt auch mal ein bisschen kritische Treffer. Bisschen ich mach das gerade extra so. Wenn die Deutschen ein bisschen mehr für Brände sorgen können. Also ich hab die jetzt schon wieder angezündet gerade. Okay. Nee, ich bin noch nicht ins Vergnügen gekommen. Aber das jetzt zielt sie jetzt auf mich. Wahrscheinlich fuck ich sie jetzt doch ein bisschen mehr ab. Ah, jetzt habe ich sie auch mal angezündet. Das Wiggle-Wiggle-Schiff. Ja, und wenn eine Granate trifft, ihr seht es, 396 Schaden. Also mal geht das ganz gut. Da geht dann schon ein bisschen Struktur runter, so sukzessive, ne? Also die DPM, sage ich mal, Schaden pro Minute wert. Die finde ich gar nicht so schlecht von der Kanone. Von dem Schiff. Nee, ist ganz lustig. Guck mal, was da alles auf ihn zufliegt. Vor allem, bei jedem Treffer wackelt ja das Bild so. Also das ist ja totaler Abfuck für dieses Schiff. Weil er die ganze Zeit merkt, peng, 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 peng. Ja. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, what the fuck. Okay, ich werde jetzt ein bisschen genervt wahrscheinlich an seiner Stelle. Krass. Ja. Vor allem, wenn dann zwei Kolbergs da so draufplatzen. Ja, die können wir doch auch runterziehen. Na klar. Ich meine 38.000 HP, NP. No problem. Irgendwie anderthalb, oder sagen wir 1,8 Schüsse pro Sekunde. Oh, Nase. Das ist schon, ja, da trommelt das schon, ne? Da kann man das schon lassen, wa? 12 Kanonen, wenn er drauf schießen. Jede Kanone, 4 Sekunden Reload. Ja. Und bei uns beiden dann nicht wenig Kugeln pro Sekunde. Du kannst sogar schon drauf schießen. Selbstverständlich. Ich leider noch nicht. Die Reichweite ist, wie gesagt, keine Stärke der Kolberg. Pam, 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 pam. Müssen wir aufpassen, der fährt ja ein bisschen am Kartenrand. Das ist echt immer ein bisschen doof. Ich habe schon viele Stimmen gelesen, die stark dafür wären, wenn Kartenrand sich wie eine Insel verhalten würde. Ich weiß aber nicht, ob ich das gut finden würde.
Also, man würde dem allein schon einen Gefallen tun, wenn man über den Kartenrand hinausschießen könnte, dass man eben dann eben nicht so halb nur noch zerstörbar ist. Das wäre ja schon... Wollen Sie sich mal angucken, wie schnell da die HP von der Kavari-Tabelle so runtergehen? Weil Andi auf die drauf schießt. Ich glaube, sie haut auch ab. Hat halt gerade überhaupt keine Lust da drauf. Nee, ich werde jetzt halt so, dass sie bei mir gleich auch in der Reichweite ist. Sehr gut. Geh mal auf ein Viertel Kraft. Wir müssen auch irgendwas tun, weil gefühlt ist der Gegner gerade, was gefühlt, der Gegner ist gerade führend. Muss ich aufpassen, dass ich Rio nicht über den Haufen fahre. Wie das da runterhagelt. Ja, das ist Fokusfeuer in Bestform. Habe ich nochmal angezündet. Und weg ist er. Jawohl. Ben ist noch in South Carolina. Na, Schlachtschiffen. Wir haben es ja mit Schlachtschiffen gerade. Ich habe bereits 123 Treffer nach zwei Schiffen, denen ich begegnet bin. Ja, 162. Aber ja, du konntest auf der gerade eben noch mehr. Ja, da konnte ich ein bisschen länger schon drauf wirken. Gucken, da war irgendwo auch noch ein Zerstörer. Dass Zerstörer dann keine Freude haben bei so einem Schiff, ist auch klar. Dass ein ganzes Minenfeld dann ist, was da vom Himmel regnet. Ein Feuerregen, kann man sagen. Zerstörer ist jetzt leider auf die Insel drauf gefahren, aber leider so, dass ich nicht drauf wirken kann. Wer? Ja. Zerstörer? Die Umikaze, ja. Aber jetzt kommt die South Carolina gerade rum. Oh, da ist der Zerstörer. Antrieb ist ausgefallen. Kann da hinten auf einen Battleship schießen. Ja, ich muss jetzt auch mal irgendwie ein bisschen hier aus dem Fokus rauskommen. Ich glaube nur, dass er jetzt zu weit noch weg ist. Aber da kommt ein anderes Battleship mir gerade irgendwie in die Range rein. Die ist gerade noch nicht. Ja, die South Carolina. Die habe ich jetzt gerade weniger Lust. Nur die Umikaze kommt ja rechts entgegen und gleich. Ja. Muss ein bisschen aufpassen. Schießt schon drauf. Hab ich. Sehr schön. Ja, das macht hier schon Spaß mit so schnell schießenden Kanonen, muss ich mal wieder feststellen. Jo, ist nicht so scheiße, ne? Nee, kann man lassen. Jetzt haben sich nur ein paar auch für mich langsam das Interessieren angefangen. Obacht. Jo, sorry. Alles gut, ich dreh schon so bei. Alles gut. Ich dreh auch schon. Ah, ich habe einen Schuss von dir gefangen, der dir galt. Sag ich mal danke. Der hat mir ziemlich viel abgezogen. Sorry. Tut ja. Mir echt leid. Da bin ich hin. Aber ich habe ihn nochmal angezündet. Sehr fein. Okay, aber die Runde hat zumindest schon mal gezeigt, was die Kolberg so kann. Wirklich extrem schnell feuerndes Schiff. Kann man nicht anders sagen. Absolut. Also, ich hätte dich jetzt aber auch lieber noch bei mir. An dieser Stelle auch mal verraten.
Jetzt hat er mir den anderen. Oh, okay, der macht Schaden, die South Carolina. Ja. Also gerade T3er-Schiffe sind, wenn sie Top-Tier sind, sehr überlegen noch. Also auf T3 sind sie sehr, sehr stark. Ach, das ist ja interessant. Unsere South Carolina ist einfach noch voll. Ja. Dann weiß man, dass der schon was Falsches gemacht hat. Brauche Feuerunterstützung, schreibt er. Er ist gut hinterhergefahren, wahrscheinlich. Aber jetzt bleibt er mal stehen. Muss er zielen. Aber nein, also, und man muss ja immer eins dazu sagen, gerade für so eine Preview ist ja wichtig, dass man ein bisschen was sieht. Und ich glaube, besser hätte man das Schiff jetzt gerade nicht einfach zeigen können. Unglaublich ja. Schnelle Schussfolge. Wenn ein Schlachtschiff aber kommt und euch trifft, dann ist halt auch ganz schnell vorbei mit der HP. Wie es auch bei der St. Louis der Fall ist. Ähnelt so ein bisschen von der Spielweise der St. Louis. Absolut. Geht noch ein bisschen mehr auf Feuergeschwindigkeit. Ist hat nicht so eine hohe Feuer. Ja, ein bisschen agiler, hat nicht so eine hohe Feuerkraft dafür wie die St. Louis, aber einfach durch Agilität könnte das auch eine gute Alternative zur St. Louis sein. Ich finde, um sie sich in den Hafen zu stellen als T3er-Schiff. Absolut, also so vom Gefühl her sogar besser, weil wie gesagt, mir ist die St. Louis einfach noch ein bisschen zu sehr am Schlachtschiff vom Spielstil her. Also die Kolberg gefällt mir auch ein Stück weit besser als die St. Louis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade eben so ein bisschen mehr Agilität, ähnliche Schusskarenz. Na klar, eben mit ein bisschen weniger Einsteckpotenzial, weil die St. Louis dafür dann doch das ein oder andere Mal mehr einstecken kann. Ja. Aber wieder mal, muss ich sagen, deutsche Marine, einen guten Job. Hier sind wir übrigens in einem Spielmodus, wenn B jetzt eingenommen wird. Egal, ob der die South Carolina hier dann noch lebt oder nicht, dann ist es vorbei. Das ist mit dem letzten Patch gekommen. Ich persönlich finde die Änderung nicht ganz so gut. Das kann ich hier vielleicht doch mal anbringen. Weil man, weiß ich nicht, das spielt sich dann, dann kann man auch ein Standardgefecht draus machen. Wäre dann irgendwie dasselbe, finde ich. Sehe ich genauso, also ich bin auch kein großer Fan. Klar, Wargaming wollte oder will irgendwo die Unentschieden ein bisschen minimieren. Da versuchen sie natürlich einiges, aber bei dem Spielsmodus finde ich jetzt eh, dass ein Unentschieden, naja, da war ja eh so, wer die höheren Tickets hat, also von dem her nicht wirklich sinnvoll. Aber naja, mal schauen, vielleicht, ob diese Wirkung irgendeinen anderen Hintergrund hat, der uns vielleicht sich noch nicht erschließt. Schießt der immer noch mit HE oder schießt er schon mit AP? Ich glaube mit HE, so wie es aussieht. So, jetzt konnte den zwar zerstören, aber eben der Punkt ist gleich eingenommen. Und dann war es das. Und es brennt. Und es brennt lichterloh, ja. So, das war's. Punkt eingenommen. Ja, das war's von der Kolberg. Ich hoffe, das war für euch ein ganz netter Einblick. Ich glaube, Andi und ich haben hier ganz gut abgeschnitten oder halbwegs gut. Absolut. Also ich zumindest im oberen Feld noch mit unterwegs. Andi noch ein bisschen mehr als ich. Und vom Schaden her sehen wir das hier, sind gute 40.000, 45.000 Schaden bei mir. Also dementsprechend, sondern richtig schöner Pyromane, die Kolberg, dadurch, dass sie so schnell schießt. Und das vielleicht nochmal kurz, um das zu zeigen. Wir haben eine Brandwahrscheinlichkeit pro Treffer von 5%. Durch den hohen Reload geht das dann doch recht fix. Ich würde sagen, das war's dann für die Runde. Vielen Dank an dich, Andi, dass du mitgefahren bist. Vielen Dank fürs Mitnehmen und ja, allen anderen auch schönen Tag und viel Spaß bei allen noch. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.